Ich möchte jetzt unmittelbar aber zu dem Thema der Übergabe eines Gutachtens etwas sagen. Wir in der Bürgerbewegung, und wir sind ja zusammen mit den Berlinern und Brandenburgern nachher in der Pressekonferenz, wir in der Bürgerbewegung legen großen Wert darauf, dass hier endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Die Wahrheit zu dem, was das Projekt Stuttgart 21 betrifft. Und das betrifft auch einen riesigen, milliardenschweren Kostenschwindel, der hier von den Bahnoberen und von den Staatssekretären und von der Politik eingefädelt wird. Und zwar... Und dieses Dilemma, liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen es alle, ist schon seit Jahren im Gange und berührt wirklich die gesamte Öffentlichkeit, weil wir brauchen die Steuergelder für sozialen Bedarf, für die Menschen und nicht für eine völlig verkorkste und entgleiste Bahnpolitik. Wir haben also nach gründlicher Prüfung gesehen, dass der Bundesrechnungshof seit Jahren versagt in der Kontrolle der Regierung. Und wir haben deshalb uns entschlossen, dass wir einen der besten renommierten Sachverständigen, Herrn Dr. Martin Viereck, hier beauftragen. Und dieses Gutachten, er hat ja schon 2008 einmal ein Gutachten zum Thema Stuttgart 21 und der Kostenexplosion, die erwartet werden muss, geschrieben. Und damals ist es bereits punktgenau, hat zugetroffen. Es wurde nachher von dem PwC-Gutachten der Bahn am 12. Dezember 2012 exakt bestätigt. Und heute geht es darum, dass ein neues Gutachten erstellt ist. Das liegt hier vor. Dieses Thema der Kostenexplosion, die Aktualisierung der Berechnungen, die sich aufgrund grundlegender Veränderungen, riesiger Kostenerhöhungen im Bereich des Tiefbahnhofs, im Bereich des Filderabschnitts und durch weitere Zeitverzögerungen bei Stuttgart 21, durch planerische Unfähigkeit und Überforderung, wenn man es freundlich sieht, bei der Bahn ereignet haben. Gut, das ist das Thema. Das Zweite ist, wir haben seit der letzten Woche versucht, mit dem Vorstand und mit dem Aufsichtsrat der Bahn Verbindung aufzunehmen, um ein Einverständnis zu erzielen, dass dieses Gutachten förmlich der Bedeutung wegen an die richtigen Adressen, die jetzt darüber beraten und sich mit den Fakten befassen müssen, dass dieses Gutachten übergeben wird. Und wir unternehmen also heute, lieber Thomas Renkenberger, ich komme zurück auf deine Frage nach einem kleinen Exkurs. Ja, ich komme zurück darauf. Wir unternehmen heute einen letzten Versuch, der allerdings bereits, wie es scheint, abgeblockt wird. Und wir sehen ja, hier sind die Sicherheitsleute da. Und statt sich um die Sicherheit der Bahn zu kümmern, will man den eigenen Kopf aus dem Schlamassel ziehen. Nicht? Das ist nun die Geschichte. Darf ich dazu vielleicht noch eine Frage stellen? Wir hatten ja eigentlich die Absicht, dieses neue Gutachten von Viereck Rössler zu übergeben, und zwar an die Leute, die es eigentlich betrifft und angeht, nämlich an den Vorstand der Bahn und an den Aufsichtsrat. Dazu muss man wissen, dass dieses Ingenieurbüro Viereck Rössler ein renommiertes Büro ist, das bereits im Jahr 2008 eine Vorhersage über die Kosten gemacht hat. Damals war von Seiten der Bahn noch von 2,8 Milliarden Euro die Rede. Und Viereck und Rössler hat eine Berechnung angestellt, ausgiebig und ausführlich in einem Gutachten dargelegt, von Kosten über 6,8 Milliarden Euro 2008. Der damalige Oberbürgermeister Schuster hat mit großer Herablassung von völlig aus der Luft gegriffenen Daten gesprochen, von Spekulation, von Unseriosität war von Seiten der Bahn die Rede. 5 Jahre später, im Jahr 2013, musste der Aufsichtsrat unter sehr, ich will das jetzt nicht genauer qualifizieren, aber ich würde fast sagen, kriminellen Bedingungen genau diese 6,8 Milliarden Euro
absegnen auf Druck von der Bundesregierung und ich sage hier vor allen Dingen auch aus Druck von der CDU aus Baden-Württemberg. Heute legen wir jetzt ein neues Gutachten vor, das noch einmal eine Kostensteigerung von mehreren Milliarden beinhaltet. Und es gibt bereits wieder erste Kommentare dazu in den Stuttgarter Medien. Da ist wieder mal von Spekulation die Rede. Wir sind sehr gespannt, ob der Aufsichtsrat und der Vorstand von der DB AG bereit ist, dieses Gutachten jetzt wenigstens mal persönlich entgegenzunehmen und dazu ein wenig Mut und Courage zu beweisen.